Guten Morgen zusammen. Heute mache ich mal wieder ein neues Video. Und zwar, ich dachte, ich ziehe mal meinen süßen Tyler um. Ja, so sieht er aus. Genau, dann viel Spaß dabei. Los geht's. Ich hoffe, das Licht ist in Ordnung. Es ist nicht so schönes Wetter daher. Es ist dunkel noch. Dann ziehen wir ihn mal um. Süßen Wurm. So, im Moment hatte er dieses Tom Tyler Out, diese Hose von H&M an und dieses Tom Tyler Oberteil. Ihm eigentlich zu groß, aber irgendwie sieht es toll aus. Ich denke, das kennt ihr. So. Ja, den bin ich auch wieder aktuell. Ich komme noch nicht so wirklich weiter. Ich habe alles Mögliche angefangen. Ich bin mir bei bestimmten Dingen noch etwas unsicher. So. Das ziehen wir auch mal wieder aus, obwohl ich das Oberteil echt toll finde. Also dieses Unterhemdchen. Ich dachte, ziehen mal wieder dieses von Carter's an. Das ist nämlich auch richtig toll. Ups. Dann ziehen wir noch eine frische Windel an. Eine neue Windel. Dazu bräuchte ich allerdings eine kleinere Windel, die ich im Moment nicht habe. Moment, hier ist eine Büffelnudel. Können wir nehmen. Die anderen sind einfach zu groß. Selbst die ist ja fast schon ein Stückchen zu groß. Ah ja, und diesen Teil hatten wir oben einen Fleck. Ja, der ist wieder komplett weg, seitdem ich jetzt alles. Ich bin noch nicht durch mit dem Komplettwaschen. Aber die Sachen, die sie anbekommen, sind alle frisch. Heute bekommt er diesen Strampelanzug von C&A Größe 56 an. Der passt ja im Elias gar nicht eigentlich. Und ich habe es mal noch nie versucht, ihn reinzupacken. Die Sachen fallen einfach viel zu klein aus, oder keine Ahnung, sind die vielleicht eingegangen beim Vorgänger vom Waschen her. Also bei mir waren die immer schon so klein. Keine Ahnung. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass diese Sets bei C&A recht klein sind. Die Strampler dagegen sind so normal groß, finde ich. Könnte mir das vielleicht doch passen. Kann man probieren, ne? Die Kleine hier zerfällt ein bisschen raus. Nicht so schlimm. Sieht süß aus. Ich frage mich nur gerade im Moment, wo meine kleinen Mützchen sind von ihm. Ich glaube, die sind noch nicht gewaschen. Da muss ich mal schauen. Weil ich dachte, dass ich die gewaschen hätte.
So. Und fertig ist er. Oh, ich sehe ihn gar nicht. So sieht er aus. Der Süße. Der Süße. So, wir diesen Schuh nur noch nehmen. Viel zu groß für sein Gesichtchen. Ich glaube, ich hole einen anderen. Ich glaube, der passt ganz gut mit dem Rot, oder? Was würdet ihr sagen? Der sieht gut aus, gell? So, jetzt gibt es eben keine Mütze, wenn ich gerade die Mütze nicht habe. Ich ziehe mir einfach die hier wieder an. Ich glaube schon, weil er hat so einen kippen Kopf. Es ist doch kalt jetzt wieder. Sieht auch gar nicht so schlimm aus. So. Den Schnulli kriegst du gleich wieder. So. So ist gut. Dann tun wir mal die Sachen, wo er anhatte, noch zusammenlegen. So. Schickies. Dann räume ich die nachher gleich weg. Weil nämlich nichts, kein Platz mehr in meinem Wäschebeutel ist. Also. So. Dann zeige ich ihn euch gleich nochmal. Hoppla. So sieht der aus. Genau. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.